dieser Videoreihe, die aus 8 Teilvideos besteht, wird ein grober Überblick über die Geschichte der Kunstpädagogik gegeben. Das 4. Video beschäftigt sich mit dem Kunstunterricht unter dem Einfluss des Nationalsozialismus. Die bisherigen Konzepte für den Kunstunterricht wurden in der Zeit des Nationalsozialismus entweder verboten, wie im Fall des Bauhaus, oder es wurden einige Grundgedanken übernommen und so weit verändert, dass sie die Ideologie unterstützten. Nach 1933 wurden alle Kultur- und Kunstformen, wie die Avantgarde, die zeitkritische oder ausländische Kunst, die nicht der nationalsozialistischen Gesinnung entsprachen, verboten. Die Kunst wurde zu Rassen- und Volkskunst gefiltert und umgeformt. Inhalt des Kunstunterrichts waren fortan nur die Kunstwerke und kulturellen Strömungen, die mit der Kunstauffassung und dem Schönheitsideal der Nationalsozialisten, der sogenannten deutschen Kunst, in Einklang zu bringen waren. Andere Kunst, auch von deutschen Künstlern wie beispielsweise Otto Dix, Ernst Barlach oder Franz Marc, galt als entartet. Die bisherigen Lehrkräfte wurden entlassen und ersetzt. Die Schülerarbeiten des Kunstunterrichts waren geprägt von nationalsozialistischen Symbolen und Leitmotiven, wie dem Hakenkreuz, Wappen, Runen, Waffen, Heimatsdarstellungen, Arbeitern und Soldaten. Wie anderen Fächer war es auch die Aufgabe des Kunstunterrichts, die deutsche Volksidentität zu festigen, die nationalsozialistischen Leitmotive zu indoktrinieren und gehorsame und unterwürfige Rekruten auszubilden. Mit dem Ende des Nationalsozialismus wandte man sich von diesem Konzept ab und versuchte zunächst an die Ideen der vorherigen Kunsterzieherbewegung anzuknüpfen. Daraus entwickelte sich die musische Erziehung. Nach der Gründung der DDR etablierte sich dort eine eigene kunstpädagogische Ausrichtung.